Im Glasraum darf ich euch jetzt zum Vortrag Chancen und Risiken der Digitalisierung für den Klimaschutz mit Jan Bieser begrüßen. Jan ist Forscher und Dozent im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit an der Universität Zürich und der KTH Stockholm. Wer Fragen hat, kann diese im Chat stellen. Ich werde diese dann für die anschließende Q&A-Session zusammenfassen und Jan stellen. Jan, ich übergebe dir nun das Wort für den Vortrag. Ja, hallo, vielen Dank für die nette Anmoderation und vielen Dank für die Gelegenheit, Teile unserer Forschung heute auf dem Winterkongress vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Jan Bieser, ich bin Forschender an der Universität Zürich in der Forschungsgruppe Informatik und Nachhaltigkeit am Institut für Informatik. Und hier beschäftigen wir uns mit Fragen, welchen Einfluss die Digitalisierung auf eine nachhaltige Entwicklung in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern hat. Und mit nachhaltiger Entwicklung meinen wir verschiedene Dinge, aber vor allem auch den Umweltschutz. Und heute möchte ich speziell darüber sprechen, welchen Einfluss denn die zunehmende Digitalisierung mehrerer gesellschaftlicher Prozesse auf eine der größten Herausforderungen unseres Jahrhunderts hat, den Klimaschutz. Ich würde starten mit der Frage, was ist eigentlich die Digitalisierung? Und im Prinzip ist die Digitalisierung die zunehmende Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie. Was ist Informations- und Kommunikationstechnologie? Das sind eigentlich alle Technologien, die zur Übertragung von Informationen, zur Speicherung von Informationen und zur Verarbeitung von Informationen dienen. Und eigentlich gibt es solche Technologien schon relativ lange. Wenn man jetzt wirklich sehr, sehr weit zurückblickt, haben zum Beispiel Rauchsignale auch schon zur Übertragung von Informationen gedient, Höhlenmalereien zur Speicherung von Informationen oder erste Rechenschieber zur Verarbeitung von Informationen. Was jetzt unsere Zeit so besonders macht, ist, dass alle diese Technologien elektronisch und digital geworden sind. Das heißt, wir können eigentlich sämtliche Informationen, die wir speichern können, auch übertragen und auch weiterverarbeiten. Und dadurch ergeben sich unglaublich viele neue Möglichkeiten. Und dieser gesellschaftliche Wandel, der durch diese neuen Möglichkeiten der digitalen Informations- und Kommunikationstechnologie möglich ist und stattfindet, ist, was wir mit Digitalisierung oder was wir unter Digitalisierung verstehen. Wenn wir und fragen, welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf den Klimaschutz oder auf den Klimawandel, dann unterscheiden wir normalerweise direkte und indirekte Effekte. Ich gehe jetzt zuerst auf die direkten Effekte ein. Die direkten Effekte sind die Treibhausgasemissionen, die durch ICT-Hardware verursacht werden. Und zwar nicht nur in der Nutzung, sondern über den gesamten Lebenszyklus. Von der Herstellung der Hardware, die meistens in anderen Ländern stattfindet, über die Nutzung, hier brauchen wir Strom, als auch die Entsorgung, zum Beispiel über ein Recycling oder auch eine Entsorgung im Haushaltsabfall, was heutzutage immer noch häufig passiert. Und über diesen gesamten Lebenszyklus fallen Treibhausgasemissionen an. In der Herstellung müssen seltene Rohstoffe abgebaut werden und es benötigt Energie in der Produktion. In der Nutzung brauchen wir Strom, zum Beispiel Laden unserer Smartphones oder unserer Laptop-Computer. Und in der Entsorgung, zum Beispiel für das Recycling, benötigen wir auch Energie. Und heutzutage geht man davon aus, dass der gesamte ICT-Sektor zusammen insgesamt etwa 2-4% der globalen CO2-Emissionen verursacht. Wir haben uns jetzt die Frage gestellt, wie sieht das denn für die Schweiz speziell aus? Wie viel Treibhausgasemissionen werden durch den ICT-Sektor in der Schweiz verursacht? Und ich möchte Ihren Blick erstmal auf die linke Seite, auf diesen grauen Balken hier werfen. Insgesamt haben wir geschätzt für das Jahr 2015, dass der ICT-Sektor oder der IKT-Sektor in der Schweiz etwa 2,5 Megatonnen CO2-Äquivalente pro Jahr verursacht. 2,5 Megatonnen In der Schweiz insgesamt geht man davon aus, ich glaube, leicht über 100 Megatonnen CO2-Äquivalente verursacht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das eine Konsumperspektive ist. Das heißt, darin berücksichtigt sind Emissionen, die in der Schweiz anfallen, aber auch Emissionen, die in anderen Ländern anfallen, aber durch den Konsum in der Schweiz verursacht werden. Also wenn wir zum Beispiel eine Banane aus einem anderen Land
kaufen, die in einem anderen Land hergestellt wurde, würden hier die Emissionen, die in einem anderen Land anfallen, mit eingerechnet werden. 2,5 Megatonnen ist, was wir geschätzt haben für die Schweiz. Davon ist etwa 2/3 auf unsere Endgeräte zurückzuführen. Endgeräte, damit meinen wir unsere Smartphones zum Beispiel, unsere Desktop-Computer, unsere Laptop-Computer. Und etwa 1/3 auf und die digitalen oder ICT-Infrastrukturen, zum Beispiel die Rechenzentren oder die Telekommunikationsnetze wie 2G, 3G, 4G und in Zukunft vermutlich auch 5G-Netze, aber auch die Festnetze. Wenn wir jetzt die Endgeräte direkt im Spezifischen anschauen, gehen wir davon aus, dass das meiste durch Laptop-Computer verursacht wird, weil es einfach viele davon gibt und sie recht treibhausgasintensiv sind. Etwa die Hälfte der Endgeräteemissionen, 1/4 durch Desktop-Computer und 1/2 durch Tablet-Computer, Smartphones und Drucker zusammen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann und wo fallen diese Emissionen eigentlich an für diese Geräte? Und hier haben wir uns eben auch angeschaut, in welcher Lebenszyklusphase, speziell ob in der Herstellung oder in der Nutzung, die meisten Emissionen anfallen. Und was man hier eben sieht, es ist für verschiedene Geräte, Desktop-Computer, Laptop-Computer, Tablet, Smartphones und Drucker, wie viel Treibhausgasemissionen pro Jahr, für jedes Jahr, dass ich so ein Gerät nutze, entstehen. Und der graue Balken hier beschreibt immer die Treibhausgasemissionen, die durch die Herstellung entstehen, also die Herstellung des Gerätes, die meistens in anderen Ländern und nicht in der Schweiz stattfindet. Und der blaue Balken sind die Treibhausgasemissionen, die während der Nutzung entstehen, also durch den Stromverbrauch speziell während der Nutzung. Und was man hier sieht, ist, dass über alle Geräte hinweg eigentlich die meisten Treibhausgasemissionen in der Herstellungsphase anfallen und weniger Treibhausgasemissionen in der Nutzungsphase anfallen. Was man auch sieht, ist, dass je mobiler und leichter ein Gerät ist, weniger Treibhausgasemissionen anfallen. Also ein Desktop-Computer verursacht mehr als ein Laptop-Computer, der aber auch wieder mehr als ein Tablet verursacht und ein Smartphone am wenigsten. Das heißt, leichte mobile Geräte sind in der Regel treibhausgaseffizienter. Was bedeutet das, wenn wir jetzt den Treibhausgasfußabdruck senken möchten? Das bedeutet zum einen, wir sollten die Anzahl der Geräte, die überhaupt hergestellt werden, senken. Und wie könnten wir das zum Beispiel schaffen, indem wir Geräte länger nutzen oder weniger Geräte pro Person nutzen? Dass wir vielleicht nicht 2 Smartphones haben oder ein Tablet und ein Laptop, sondern uns für ein Gerät entscheiden. Zusätzlich kann natürlich auch die Energie- und Materialeffizienz in der Herstellung verbessert werden, worauf wir aus der Schweiz heraus allerdings relativ wenig Einfluss drauf haben. Und wir können natürlich leichtere, effizientere, mobilere Geräte anstatt von stationären Geräten nutzen. Also zum Beispiel ein Laptop anstatt eines Desktop-Computers. Das bezüglich der Endgeräte. Bei den ICT-Infrastrukturen, zum Beispiel Telekommunikationsnetzen, Rechenzentren, ist das ein bisschen anders. Und zwar sieht man hier jetzt die Treibhausgasemissionen eines normalen Servers. Und im Prinzip ist, was wir hier sehen, ist jetzt ein bisschen eine andere Darstellung, aber im Prinzip ist Build und Ship ist sozusagen die Herstellungsphase, Use ist die Nutzungsphase und Recycle ist die Entsorgungsphase. Und hier sieht man, bei einem Server ist das eigentlich das Verhältnis umgekehrt. Hier fallen die meisten Treibhausgasemissionen in der Nutzung an, nicht in der Herstellung. Das liegt daran, da Server in der Regel 24 Stunden, 7 Tage die Woche betrieben werden und die ganze Zeit Strom benötigen. Das heißt, wenn wir hier die Treibhausgasemissionen senken wollen, dann geht es vor allem darum, die möglichst wenig Server parallel zu betreiben. Und das schafft man, indem man die Auslastung von Rechenzentren oder Servern möglichst hoch hält, damit man möglichst wenig parallel betreiben muss. Zusätzlich gilt auch, dass es in der Regel so ist, wenn ich jetzt ein kleineres Unternehmen bin und ein paar Server betreibe, dass der Betrieb meiner Server in der Regel nicht so effizient ist, wie das in großen Rechenzentren geschieht. Deswegen kann es auch eine gute Idee sein, nicht selbst Server zu betreiben, sondern zum Beispiel Angebote von Cloud-Anbietern zu nutzen. Und natürlich, da die meisten Treibhausgasemissionen durch den Stromverbrauch hier anfallen, sollte Strom genutzt werden, der durch erneuerbare Energien gewonnen wird. Das war ein kleiner Überblick zu den direkten Effekten.
die wir gerade besprochen haben. Jetzt kommen wir zu den indirekten Effekten. Und bei den indirekten Effekten sprechen wir von Effekten, die sich durch die Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologie ergeben. Und zwar ist es ja so, dass wir unsere ganze Hardware nicht einfach zum Selbstzweck haben, weil wir sie besonders schön finden, sondern weil wir damit etwas machen möchten. Und je nachdem, wie wir diese Technologie jetzt einsetzen, kann es natürlich unterschiedliche Konsequenzen für die Umwelt haben. Und man geht davon aus, dass es durch ICT-Anwendungen sehr hohe Potenziale für den Klimaschutz gibt. Also durch ICT-Anwendungen können Treibhausgasemissionen in anderen Sektoren vermieden werden. Zum Beispiel können ICT-Anwendungen die Energieeffizienz von Prozessen erhöhen, wie es zum Beispiel in einem intelligent gesteuerten Gebäude der Fall sein kann. Es kann physische Prozesse durch virtuelle Prozesse ersetzen, zum Beispiel wenn ich eine Videokonferenz durchführe, anstatt einer physischen Reise, zum Beispiel einer Flugreise. Oder es gibt auch zum Beispiel im Energiesektor viele Anwendungen, zum Beispiel im Rahmen eines Smart Grids oder eines intelligenten Stromnetzes, in dem digitale Technologien so genutzt werden, damit man, dass man mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen nutzen kann. Und das ist im Prinzip, sind die indirekten Effekte. Und ich möchte noch ein paar Beispiele davon geben, von Potenzialen über indirekte Effekte zum Klimaschutz beitragen zu können. Ein Beispiel sind eben gesagte Videokonferenzen. Und was man hier sieht, das wurde an der Uni Zürich ausgerechnet, und zwar auf der linken Seite die Treibhausgasemissionen, welche verursacht werden für eine Dienstreise von Zürich nach Paris und zurück. Und hierfür gibt es eben verschiedene Anreisearten. Zum einen kann ich mit dem Flugzeug fliegen, ich kann mit dem Auto fahren oder ich kann mit der Bahn fahren oder eine Videokonferenz durchführen. Und was man hier eben sieht, ist, dass im Falle von Zürich-Paris eben das Flugzeug und der PKW am meisten Treibhausgasemissionen verursachen, die Bahn deutlich weniger Treibhausgasemissionen verursacht und eine Videokonferenz mit Abstand am wenigsten. Und in dieser Berechnung mit eingerechnet, dass wirklich der komplette Lebenszyklus wiederum, also die Herstellung der ganzen Geräte zum Beispiel, die ich für die Videokonferenz brauche, als auch der Stromverbrauch für die Datenübertragung und so weiter und so fort. Also aus diesem Gesichtspunkt lohnt es sich sehr, sehr häufig, Videokonferenzen anstatt von physischen Reisen durchzuführen. Und nur eine Randinformation: auf der rechten Seite sieht man auch den Zeitbedarf für die Reise und für die Vorbereitungszeit, je nach Verkehrsmittel, das ich nutze. Und der graue Balken ist immer die nicht nutzbare Reisezeit, der grüne Balken ist die produktiv nutzbare Reisezeit und der schwarze Balken die Vorbereitungszeit für das Meeting selber. Und man sieht eben, dass man im PKW, wenn man hinterm Steuer sitzt, nicht wirklich produktiv die Zeit nutzen kann. Im Flugzeug kann man schon ein bisschen Zeit produktiv nutzen, in der Bahn mehr. Aber man sieht eben auch, dass der Zeitbedarf für eine Videokonferenz natürlich sehr, sehr viel geringer ist. Und das ist jetzt ein Beispiel, wie digitale Anwendungen Treibhausgasemissionen vermeiden können. Und in dem Fall ist es relativ klar, dass die Anwendung zu einer Vermeidung beitragen kann. Es gibt aber auch viele Anwendungen, da geht man davon aus, ja, die können zu einer Vermeidung beitragen, aber sie bringen mit sich auch verschiedene Risiken, die zu einer Erhöhung von Treibhausgasemissionen führen können. Und diese Anwendungen müssen eben genau richtig eingesetzt werden und so eingesetzt werden, dass sie zu einer Senkung führen können. Und ein Beispiel möchte ich hierzu auch geben. Und zwar ist es das automatisierte Fahren oder autonomes Fahren, was auch eine Anwendung digitaler Technologien im Autoverkehr ist. Und zwar gibt es eine Chance, Treibhausgasemissionen einzusparen, da automatisierte Fahrzeuge normalerweise eine effizientere Fahrweise haben als Autos, die manuell gesteuert werden. Und hierdurch können Kraftstoffverbräuche gespart werden und eben auch Treibhausgasemissionen. Das ist eine große Chance. Allerdings bestehen auch viele, viele Risiken, die zu einer Zunahme des Autoverkehrs und somit von Treibhausgasemissionen führen können. Es ist deutlich komfortabler, wenn ich nicht selber hinterm Steuer sitzen muss. Ich habe sinkende Opportunitätskosten, da ich während des Fahrens ganz andere Aktivitäten noch durchführen kann, da ich nicht mehr aufs Fahren achten muss. Und auch Personen ohne Führerausweis können automatisierte Fahrzeuge nutzen, zum Beispiel Kinder. Und es gibt noch weitere Risiken, aber auf jeden Fall ist es so, dass das automatisierte Fahren eben viele Risiken mit sich bringt, die zu einer Erhöhung des Autoverkehrs führen können und so auch zu einer Erhöhung der Treibhausgasemissionen führen können. Eine Studie der ETH hat das mal beispielsweise ausgerechnet anhand eines Simulationsmodells.
Und Sie haben zwei Szenarien berechnet. Sie haben einmal gesagt, okay, in der Zukunft gibt es automatisierte Fahrzeuge, die werden aber nicht im Privatbesitz sein, sondern es gibt ausschließlich automatisierte Taxis. Und das Szenario 2 sagt, es gibt auch automatisierte Taxis, aber automatisierte Fahrzeuge dürfen auch im Privatbesitz sein. Und je nach Szenario kamen eben unterschiedliche Ergebnisse raus. Bei beiden Szenarien kam heraus, dass es zu einer Erhöhung der Fahrleistung führt. Die Erhöhung der Fahrleistung war für den zweiten Fall, dass automatisierte Fahrzeuge im Privatbesitz sind, allerdings deutlich höher. Und die Anzahl der Autos auf den Schweizer Straßen hat sich nicht verändert, während im Szenario 1 weniger Autos auf Schweizer Straßen unterwegs waren. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, wie diese Technologie eingesetzt und eine Chance des automatisierenden Fahrens für den Klimaschutz ist es, wenn man eben durch automatisiertes Fahren öffentlichen geteilten Verkehr fördert und nicht privaten oder individualisierten motorisierten Verkehr. Und das kann man zum Beispiel schaffen, indem Fahrten geteilt werden, also mehr Personen in einem Fahrzeug sitzen, zum Beispiel durch automatisierten öffentlichen Verkehr, zum Beispiel automatisierte Rufbusse, die so in der Art wie ein Uber heutzutage per Klick mich zu Hause abholen, aber gewisse Routen abfahren und in dem Fahrzeug sitzen dann eben mehrere Personen drin, weil es ein Bus ist. Aber es ist deutlich komfortabler als heutige Busse, da ich nicht unbedingt immer zur Haltestelle laufen muss und auch es flexible Abfahrtszeiten gibt. Und natürlich können auch Fahrgemeinschaften gefördert werden. Und das Carsharing, was wir heute in der Schweiz auch schon haben, ist auch eine Chance, vor allem zur Reduktion von Fahrzeugen beizutragen. Das heißt, wenn wir es schaffen, durch automatisiertes Fahren zu einer Erhöhung der Auslastung der bestehenden Transportinfrastruktur beizutragen und so weniger Fahrzeugkilometer verursachen, dann besteht eine Chance für den Klimaschutz, aber auch nur dann. Ansonsten besteht auch ein großes Risiko für eine Erhöhung von Treibhausgasemissionen. Das waren jetzt zwei Beispielanwendungen und wir haben uns in einer Studie eben mal über alle Sektoren hinweg verschiedene Anwendungen angeschaut, ICT-Anwendungen angeschaut und abgeschätzt, wie groß denn ihre Potenziale zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen sind, also wie groß ihre Klimaschutzpotenziale sind. Und hier sieht man eben diese Balken, die Sie hier sehen, das sind die unterschiedlichen Blauschattierungen, sind unterschiedliche Szenarien, pessimistisch, erwartet und optimistisch. Und sie zeigen, wie viel Treibhausgasemissionen vermieden werden können im Jahr 2025 in der Schweiz. Und was man sieht, die größten Potenziale liegen im Transportsektor, aber auch im Warentransport, als auch im Personentransport, im Gebäudesektor und im Energiesektor. Und die Hebel, die hier zu einer Senkung der Treibhausgasemissionen führen, sind ICT-Anwendungen, die es schaffen, weniger Tonnen und Personenkilometer zu verursachen, also oder zu vermeiden, die flächeneffizienter nutzen, da das Heizen von Flächen erhebliche Treibhausgasemissionen verursacht und auch nur dann heizen, wenn es wirklich genötigt wird. Zum Beispiel eine intelligente Heizungssteuerung hat das Potenzial, Treibhausgasemissionen einzusparen. Und im Energiesektor geht es im Prinzip um die Anwendung eines Smart Grids, in dem der Stromverbrauch flexibilisiert wird, sodass wir nur dann Strom verbrauchen, wenn auch Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung steht. Nun komme ich zu meiner letzten Slide und möchte hier nochmal zusammenfassen, was die hauptsächlichen Erkenntnisse sind. Unsere Ziele, um Digitalisierung zum Klimaschutz beitragen zu können, sind zum einen die Verringerung von den direkten Effekten, also den Treibhausgasemissionen, die durch die ICT-Hardware verursacht werden. Wie können wir das machen? Vor allem, indem wir selten neue Geräte beschaffen, indem wir leichte mobile Geräte betreiben, indem wir, wenn wir ein Gerät nicht mehr nutzen, es vielleicht für eine Sekundärnutzung weitergeben an eine andere Person oder wenn es wirklich nicht mehr genutzt werden kann oder sollte, es dem formellen Recycling zuzuführen. Für kleinere Unternehmen gilt auch, möglichst keine eigenen Server betreiben, sondern zum Beispiel Cloud-Dienste zu nutzen. Und auch möglichst wenig Netzwerk-Hardware selber betreiben, da die eben auch in der Regel nicht so gut ausgelastet sind und einen relevanten Stromverbrauch haben. Für die indirekten Effekte gilt vor allem, dass wir diese Potenziale, die bestehen, die wir auf der vorherigen Slide gesehen haben, gezielt nutzen und auch intelligent nutzen,
und Risiken vermeiden, die zu einer Erhöhung führen können. Und vor allem, wenn wir es schaffen, durch ICT-Anwendungen Personen am Tintenkilometer zu verringern, den Bedarf an Gebäuden zu verringern oder an Flächen, unnötiges Heizen und Kühlen vermeiden und die Energienachfrage flexibilisieren zugunsten von Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, dann haben wir eine Chance, durch Digitalisierung zum Klimaschutz beizutragen. Es hängt aber in jedem Fall immer davon ab, wie wir diese Anwendung einsetzen, weil etwas digital zu machen bedeutet nicht zwangsweise, dass es auch klimafreundlicher ist. Und somit hoffe ich, dass ich einen Überblick geben konnte über die Auswirkungen und die Chancen und Risiken der Digitalisierung für den Klimaschutz in der Schweiz, aber das meiste gilt auch für andere Länder. Und danke Ihnen soweit für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich meine, wir hätten jetzt noch Zeit für Fragen, falls welche bestehen. Ja, vielen Dank, Jan, für diesen spannenden Vortrag. Wir haben noch Zeit für Fragen. Ich werde gleich die Fragen zusammenstellen. Es gibt eine Frage bezüglich der Akkus von Smartphones, Tablets und Laptops im Vergleich mit Desktop-Rechnern. Hat da die Leistungsfähigkeit der Geräte, zum Beispiel für die Videoverarbeitung oder für das Gaming, einen großen Einfluss? Okay, das ist eine gute Frage und ich kann leider keine Expertenantwort dazu geben, weil ich es nicht genau weiß. Aber ich würde vermuten, wenn ich eine energieintensive Anwendung oder wenn ich eine anspruchsvolle Anwendung durchführe, wie zum Beispiel die Videoverarbeitung oder Gaming mit sehr, sehr guter Grafik, dann steigt auch der Stromverbrauch des Rechners, sei es ein Desktop-Computer oder sei es ein Laptop-Computer. Und dass ich im Prinzip dadurch mehr Strom verbrauche und dadurch auch mehr Treibhausgasemissionen verursache. Allerdings ist eben zu sagen, dass bei den Endgeräten, wie man hier gesehen hat, die Herstellung dominant ist. Also die Emissionen, die in der Herstellungsphase anfassen. Das heißt, ich sollte eher darauf achten, dass ich den Rechner, den ich kaufe, vielleicht etwas länger benutze und dann nicht so schnell einen neuen kaufe und mir wenige Gedanken um die Nutzungsphase machen. Ich hoffe, damit habe ich die Frage beantworten können. Ja, dann gehe ich gleich zum nächsten. Vielen Dank. Wie ist denn der Vergleich des Footprints zwischen der Herstellung eines Desktops und der Nutzung eines Servers bei den direkten Effekten? Was hat denn da den höheren Footprint? Ich glaube, da hast du schon was dazu erwähnt gehabt. Ja. Ich habe jetzt die Zahlen für einen Server nicht konkret im Kopf. Allerdings kann man davon ausgehen, dass es ist ja so, dass leichtere und mobile Geräte weniger Treibhausgasemissionen in der Herstellung verursachen. Also ein Laptop weniger als ein Desktop, ein Tablet weniger als ein Laptop und ein Smartphone am wenigsten. Und ein Server hat deutlich mehr Rechenleistung, ist auch schwerer und braucht einfach mehr Material. Deswegen ist davon auszugehen, dass hier deutlich mehr Treibhausgasemissionen verursacht werden als bei einem Desktop-Computer. Ja. Dann besteht nicht ein Problem darin, dass praktisch die gesamte ICT-Hardware in China hergestellt wird, einem Staat, der alles mit Kohle und Kernkraft macht. Müssen wir nicht also auch dafür sorgen, dass die Hardware bei uns mit Energie aus nachhaltigen Quellen gebaut wird? Das wäre was zu den direkten Effekten. Auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Zum einen wollen wir natürlich die Hardware, die wir in der Schweiz betreiben, mit erneuerbaren Strom aus erneuerbaren Energien betreiben, was ja in der Schweiz zu einem Großteil glücklich so ist. Allerdings ist die Herstellung eben sehr energieintensiv und findet, wie die Person, die die Frage gestellt hat, richtig gesagt hat, in Ländern statt, in denen häufig auch noch Kohlestrom oder auf jeden Fall eher CO2-intensiver Strom eingesetzt wird. Das heißt, wenn dort vermehrt auf erneuerbare Energien gesetzt wird, dann würde sich die Herstellungsphase, würden die Treibhaus, praktisch der Rucksack oder die eingebetteten Emissionen deutlich sinken. Das ist korrekt, ja. Gibt es denn Untersuchungen, unter welchen Bedingungen auch das Homeoffice zu einer Reduktion der Emissionen beiträgt? Finde ich eine super. Gasemissionen.
Finde ich eine super Frage, das Thema meiner Dissertation war und aktuell ja relevanter denn je ist. Und zwar geht man davon aus, dass es ja so ist, unser Pendelverkehr, dass wir jeden Tag zur Arbeit fahren, das heißt mit dem Auto, oder mit dem ÖV, verursacht Treibhausgasemissionen. Und wenn ich jetzt von zu Hause aus arbeite, spare ich diesen Pendelverkehr ein und die Treibhausgasemissionen, die dadurch verursacht werden, was auf der einen Seite sehr, sehr positiv ist. Deswegen geht man auch oft davon aus, dass Homeoffice auf jeden Fall Treibhausgasemissionen oder Energieverbräuche einspart. Man muss aber schon darauf achten, was es noch für andere indirekte Effekte hier gibt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause sitze, wird vermutlich mein Energieverbrauch zu Hause steigen. Vor allem sehr energieintensive Anwendungen zu Hause sind, wenn ich warm Wasser benutze, wenn ich mehr heize oder das Kochen zu Hause. Und das sind ja Risiken, die durchaus realistisch sind, wenn ich von zu Hause aus arbeite. Wobei es zum Beispiel beim Heizen je nach Person unterschiedlich sein kann. Also wenn ich jetzt normalerweise die Heizung runterregel, wenn ich das Haus morgens verlasse und zur Arbeit gehe, dann heize ich natürlich mehr, wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause bin. Aber viele würden die Heizung jetzt zum Beispiel gar nicht unbedingt runterregeln, dann sind da auch die Einsparungen nicht hoch. Das heißt, es gibt Risiken, die zu einer Erhöhung von Treibhausgasemissionen durch das Homeoffice führen können. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass wenn ich normalerweise zu Fuß zur Arbeit fahre, zu Fuß zur Arbeit gehe oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dann verursache ich ja gar keine Treibhausgasemissionen durch meinen Pendelverkehr. Deswegen habe ich auch gar keine Einsparung. Schlussendlich würde ich sagen, dass wenn ich normalerweise mit dem Auto oder auch mit dem ÖV zur Arbeit fahre und jetzt von zu Hause aus arbeite, dass die Einsparungen höher sind als das, was ich zusätzlich zu Hause verbrauche oder verursache. Wenn ich normalerweise mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit gehe, ist es nicht so klar, ob sich das jetzt lohnt. Aber was wir auf jeden Fall empfehlen, ist, dass wenn die Leute mehr zu Hause arbeiten, dass dann auch gleichzeitig die Arbeitgeber Flächen bei sich reduzieren, die sonst leer stehen würden und unnötig geheizt werden, damit man eben auf jeden Fall auch gewisse zusätzliche Einsparungen hat, die sich relativ einfach ermöglichen lassen würden. Es gibt gleich noch eine weitere Frage zum Homeoffice, und zwar werden ja jetzt vor allem Videokonferenzen durchgeführt. Und es ist die Frage, ob nicht ein klassisches Telefongespräch eigentlich weniger Verbrauch erzeugen würde als diese Videokonferenzen. Das ist eine sehr gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann, weil ich weiß nicht, wie viel ein Telefongespräch verursacht. Ich würde allerdings vermuten, dass eine Videokonferenz, wenn ich sage jetzt 1 Minute Videokonferenz, 1 Minute Telefongespräch, dass eine Videokonferenz mehr Treibhausgasemissionen verursacht, da mehr Daten gesendet werden als bei einem normalen Telefongespräch. Zuletzt noch kommt die Frage, wo es denn die Slides und die Links zu den verwendeten Studien gibt. Ich denke, das dürfen wir dann im Anschluss auch veröffentlichen Ja, oder zur Verfügung stellen. ich habe die Studien, die hier zitiert wurden, die sollten auf den Slides immer hinterlegt sein. Und ich meine, kann die Slides danach auf dem Konferenztool hochladen, wenn ich das richtig Ja, verstanden habe. genau, wunderbar. Ja, dann das waren diese Fragen. Ich danke dir vielmals, Jan, für die Zeit und die ausführliche Beantwortung der Fragen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Jan wird im Anschluss jetzt noch in den Jitsi-Room vom Classroom wechseln und ist dort anzutreffen. Ich werde im Chat noch den Link posten. Hier gibt es jetzt eine Stunde Pause. Ab 18 Uhr geht es in den letzten Teil des Winterkongresses mit noch weiteren Vorträgen. Es würde mich freuen, wenn die einen oder die anderen wieder zuschalten würden. Bis später. Ich verabschiede mich hier. Vielen Dank. Tschüss.